Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Ich habe was Neues für dich und zwar die Supersonic Tactical. Nicht die Rev, sondern die normale. Aber auch sehr cool und wenn du das Ding sehen willst, dann bleib jetzt dran. Tja, die Sommerpause hat endlich ein Ende und ich freue mich riesig wieder da zu sein. Warum die Sommerpause? Ja, einmal weil hier oben extrem heiß ist, also 36 bis 46 Grad sind keine Seltenheit und dabei dann noch Sport treiben, nee, danke. Mache ich dann ab und zu mal, aber dabei muss mich dann keiner auf YouTube beobachten, wie ich hier wie ein Schwein schwitze. Und außerdem gab es halt den ein oder anderen Vorfall, wenn du mehr darüber wissen willst, klick mal hier oben. Ja, kurz gesagt, Crossbow Dynamics ist so nicht mehr da, aber das heißt natürlich auch, dass ich mich jetzt voll und ganz wieder auf Mac konzentrieren kann und weg von diesen beschissenen Anfeindungen bin und weg von dieser Malte ist nur Steamboat-Fan. Nein, bin ich nicht. Ich bin Armbrust-Fan. Und die Supersonic ist keine Steamboat und ich finde sie trotzdem richtig geil. Ja, jetzt ist natürlich das Ding, wer das Video da oben in der Ecke gesehen hat, der weiß ganz genau, dass ich halt auch angezeigt wurde von einem richtig miesen Denunzianten. Das ist natürlich Mist. Er war auch gar nicht so günstig. Der Anwalt war tatsächlich noch mal teurer als die Strafe und hat gar nichts gebracht. Aber ja, Fakt ist auf jeden Fall, nicht nur Geld ist verloren gegangen und auch zeitweise die Motivation, sondern auch die Kiesgrube. Ja, denn der Betreiber der Kiesgrube hat es gar nicht so cool gefunden, dass da auf einmal so ein paar Polizisten vor der Tür standen und da so komische Fragen gestellt haben mit Waffen und sowas. Kann ich natürlich verstehen, dass man mich da ab sofort nicht mehr dabei haben will. Ja, was heißt ab sofort? Seit jetzt Dezember letzten Jahres. Ne? Also ja, seitdem habe ich hier jetzt nur noch diese 4 bis 5 Meter und halt unten im Keller diese 10 bis 14 Meter. Und das war's tatsächlich. Und da macht natürlich eine Supersonic eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist super, super schade, weil die würde ich super, super gerne mal richtig, richtig testen und so richtig schön auf Distanzen bringen. Weil ich könnte mir vorstellen, das Ding wird jetzt wahrscheinlich nicht die Stinger in puncto Schnelligkeit oder Langlebigkeit überholen, aber in Reichweite und Präzision allemal. Das brauche ich hier auf 5 Meter nicht. Das brauche ich auch auf 10 Meter nicht. Auf 14 vielleicht. Nein, aber so ab 20, 30, 40 Meter würde das Ding sich natürlich massivst rentieren, die ich gerade aber nicht zur Verfügung habe. In Absprache mit der Bogensportwelt haben wir uns dazu entschieden, bei dem Ding erstmal jetzt einen Langzeittest, was die Sehnen angeht, zu machen. Und vor allem einen Forschungsauftrag habe ich da bekommen. Freut mich riesig. Vielen, vielen Dank für die Leihgabe und natürlich auch für das Vertrauen, liebe Bogensportwelt. Ich werde es nicht enttäuschen. Ihr habt mir 4 verschiedene Sehnen und Kabelsätze zugesandt und die sollte ich fleißig testen. Und ja, das Ganze ist natürlich wegen der fehlenden Kiesgrube nicht ganz so einfach gewesen und hat sich jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen abbilden lassen, sondern ist halt wirklich zu einem Mammutprojekt über mehrere Monate herangewachsen, weil ich leider nicht jedes Mal auf irgendeine Schießbahn kann und da stundenlang filmen kann, ohne dass Leute durchs Bild laufen und sonst wie. Deswegen suche ich mir da immer ganz ruhige Zeiten und leider muss ich dann da auch den Hintergrund abhängen. Dementsprechend könnt ihr auch leider überhaupt nicht sehen, wie viel Distanz das ist. Es sind 100 Meter. Nein, es sind circa 20 Meter, aber wie gesagt, die Reichweite spielt überhaupt keine Rolle. Wir gucken uns nicht mal die Trefferergebnisse an, denn ich streue extra mit dem Ding, damit ich einfach mir die Pfeile nicht kaputt mache. Weil ich habe nicht so viele. Ich habe 10 von den Rundspitzen und 5 von den Broadheads. Die Broadheads schieße ich mir natürlich nicht auf meine Zielscheiben, das ist klar. Ja, 4 Testsätze, Sehnen und Kabel. Außerdem habe ich noch erhalten das Sehnen-Schnellwechseltool. Das werden wir auch gleich direkt anwenden und dann zeige ich euch, wie man hier die Sehne wechselt. Das ist natürlich nicht so einfach wie bei einer Recurve, aber auch lange nicht so kompliziert wie bei einer richtig großen Compound. Dieses Ding ist wirklich ein super einsteigerfreundliches Gerät. Zumindest aus meiner Sicht. Gut, ich bin kein Einsteiger mehr, aber im Bereich Compound würde ich mich schon eher als Einsteiger bezeichnen. Denk dir mal den Bogen da hinweg. Der ist gar nicht da. Naja, so was Compound-Armbrüste angeht, habe ich halt einfach echt noch nicht so das Knowledge, dass ich da sagen würde, ich bin hier Experte auf gar keinen Fall. Und ich komme aber sehr gut damit klar. Also mit dem Sehnenwechsel,
wirklich überhaupt keine Probleme. Wir haben jetzt schon zwei Sehnen tot getestet. Das hier ist Sehne 2. Keine Sorge, ihr seht natürlich die Videos von Sehne 1 und Sehne 2. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man hier denn die Sehne wechselt. Das zeige ich euch jetzt nicht viermal am Stück, sondern nur einmal. Quasi den Wechsel von 2 auf 3. Ja, und dann beginnen die Tests. Was brauchen wir für den Wechsel? Wir brauchen erstmal natürlich die Armbrust, macht Sinn. Wie immer stellen wir erst einmal Sicherheit her. Also alle Pfeile einmal rausnehmen. So, nichts mehr drinne, ne, nichts mehr drinne, passt. So, runter damit. Und jetzt müsste man hier die Sehne aushängen. Das mache ich nicht im Stand, sondern dazu hole ich mir meinen wunderbaren Präzisionsbiertisch und dann machen wir das mal mit dem fast werkzeugfreien Wechseltool. Wir haben das Wechseltool und wir haben die benötigten Imbusschlüssel. So, als allererstes müssen wir jetzt das Wechseltool einhängen und da müssen wir einmal gucken, wie wir das einhängen. Also wir haben hier so Dinge, die sind so leicht gummiert. Und die kommen in die Cams. Das andere dann nicht, sondern ineinander rein im Grunde. So, dazu gehen wir jetzt hier einmal ran und setzen diese Schraube hier, die kleine, die nicht gummierte, in dieses Loch der Cam ein. Das Ganze muss sehr, sehr, sehr gerade sein. Bloß nicht verkanten oder so. Ihr holt euch eine Cam-Fehlstellung und damit bricht dann natürlich früher oder später der Wurf an. Also beide Seiten richtig schön flach auflegen, wie gesagt, bloß nicht verkanten. Jetzt zusammenführen und dann hinten die Schraube einhaken. So, und wie wir sehen können, ist jetzt hier schon einiges an Druck raus auf den Kabeln. Bei der Sehne noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Kabel entfernen. So, wir müssen jetzt gleich die Armbrust einmal umdrehen. Deswegen montieren wir uns hier das Red Dot ab. Ich habe jetzt hier einfach schon die Schrauben mal gelöst. So, und als nächstes werden wir jetzt hier oben die Schraube lösen. Nicht die Schraube, sondern die Schraube. Das machen wir einfach von oben, halten uns die Armbrust ganz normal und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So, und jetzt drehen wir das Ganze einmal um. Und jetzt können wir hier sehen, dass wir diese Dinge nun bewegen können. So, und da ist ja die Sehne dran. Wir nehmen jetzt mal das ganze Auge hier raus. Und hier genau das gleiche auch. Also wir bewegen das hier so weg, dass wir das da drüber heben können und damit das entnehmen können. So, als nächstes lösen wir jetzt hier die Schrauben oben am Riser quasi, also ja, am Wurfarm. So, und dann haben wir das Ding so in der Hand, ne? Also hier ist jetzt das Kabel mit einem Auge so und einem Auge so. Die Schrauben natürlich nicht wegschmeißen, wie immer, die müssen gut verwahrt werden. Jetzt haben wir die Kabel runter und die Sehne ist noch drauf. Wie kriegen wir die jetzt runter? Das ist ganz einfach. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal das Spannungstool wieder runter. Einfach wieder aushaken, schön gerade zurückführen. Auch hier natürlich nicht verkanten. Langsam, nicht flitschen lassen, wie immer. So, und jetzt ziehe ich mir das auf der einen Seite so, dass ich es rausnehmen kann. Drehe mir jetzt hier die Cam. Also gleich mache ich hier auch so. Und jetzt kann ich hier die Cams so weit drehen, wie ich will, und die Sehne entnehmen, wie ich will. So, und so haben wir in 0, nix die Sehne und die Kabel runtergenommen. So, und im Grunde machen wir das Gleiche jetzt wieder, aber halt andersrum. So, dann kommt jetzt unsere Testsehne 3 drauf und die Testsehne 2 packe ich hier in eine beschriftete Tüte, dass ich auch weiß, dass das hier die Testsehne 2 ist. Denn ja, Bogensportwelt bekommt natürlich nicht nur Infos und die Videos, sondern auch die Sehnen zurück. Und wenn sie wollen, auch die Supersonic, wobei ich sie gern behalten würde. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Bei den Kabeln müssen wir jetzt auch noch die Augen entfernen. Also einfach das hier mal rausholen. Das geht in der Regel bei dem einen sehr leicht, bei dem anderen ein bisschen schwieriger. Das eine ist wirklich sehr eng, das eine Loch. Das andere ist was größer. Lasst euch da nicht verunsichern, das kriegt man hin. Einfach nicht die Ruhe verlieren.
So, hier wieder das Gleiche. Das eine ist ein bisschen klein, ein bisschen fummelig, ein bisschen schwierig. Kriegt man hin mit ein bisschen Geduld. So. Und das aus dem Großen. Jetzt haben wir hier unsere vier Kabelaufnahmen und da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Denn es gibt zwei, die so hier sind. Also auf der einen Seite flach und auf der anderen, was ist denn das, konkav oder konvex, auf jeden Fall nach innen gehüllt. Ja. Und die anderen beiden sind auf beiden Seiten flach. Die, die so ausgehöhlt sind, das sind die für die großen Löcher bei den Kabeln. Und das sind die, die dann an die Wurfarmeinheit rankommen. Während die flachen, auf beiden Seiten flach, die kommen dann auf die Cams und die kommen dann auf das kleine Ohr des Kabels. So, Testszene 2 erfolgreich gesichert. Und wie viele Schuss sie ausgehalten hat, das könnt ihr gerne mal raten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und früher oder später werdet ihr es dann sehen. Testszene 2 war tatsächlich eine große Überraschung. So, wir fangen wieder an mit der Sehne. So, und wir möchten hier gar nichts verdrehen, ja, also dreht die Sehne nicht ein, das ist quasi eine Anfängerarmbrust, wo man nichts eindrehen soll, gar nichts. Das ist alles so schon vorbereitet, dass es aus der Packung direkt auf die Armbrust kommt, ohne dass man Cam-Timing oder sonst was einstellt. Das ist alles schon gemacht. Dementsprechend machen wir es uns hier sehr, sehr einfach und machen das auch ganz genau so. Also, wir setzen die Sehne jetzt mit den Ohren hier auf dieses Loch. Und jetzt wird die hier so drum gebogen. Einmal um die Cam rum quasi. Genau. Und das kommt jetzt hier einmal durch. Denn wir wollen das natürlich auf beiden Seiten haben. So. Gut. Die Sehne ist soweit drauf. Und jetzt kommt hier wieder unser Wechseltool drauf, damit wir das auch schön wieder einspannen können. Also da ist jetzt sehr wenig Spannung drauf. Das ist vollkommen normal so. So, und jetzt bewegen wir die beiden Dinge wieder runter. Auch hier natürlich wieder drauf achten, nicht verkanten. Das muss ganz schön gerade sein. Ich mache es am besten einmal waagerecht, damit man das am besten sehen kann. So, das ist schön waagerecht. Zusammenführen und fertig. In dem Sinne erstmal, die Sehne sieht auch toll aus. Super. Gut, dann kommt jetzt das Kabel. Dazu drehen wir sie wieder auf den Kopf. Und jetzt wird es ein kleines wenig tricky. Wir haben jetzt ein kleines Ohr und ein großes Ohr. In das kleine Ohr kommt jetzt die Platte, die auf beiden Seiten flach ist. Das wird fummelig, mache ich euch gar nichts vor, aber es ist machbar. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann geht das auch richtig schnell hier, zack. Ne? Das Ding, wo auf beiden Seiten flach ist, kommt dahin, wo wir es eben abmontiert haben, so ein Zufall. Das Kabel legen wir aber direkt schon mal zwischen die Wurfarmachse und diese zweite Rolle. Und jetzt biegen wir das Kabel ein Stück weit so, dass wir hier gut hinkommen. So. Hier haben wir jetzt wieder ein Loch und hier haben wir unsere Mutter, die von oben drauf kommt. Die wird da so rüber geschwenkt und jetzt kommt da eine Schraube rein. Das gleiche auf der anderen Seite natürlich auch. Also wieder so. Dann hier leicht drüber biegen. Dann hier das Konterstück. Und jetzt die Schraube von unten. So, jetzt drehen wir das Ganze einmal um und ziehen jetzt die Schrauben an. So, und jetzt sind wir schon fast fertig, aber jetzt kurz vorm Ende wird es noch einmal richtig tricky, zumindest aus meiner Sicht. Hier habe ich mich bis jetzt eigentlich immer recht schwer getan. Denn jetzt müssen wir nämlich einmal
das Kabel, was ja jetzt einigermaßen gerade hier zur Wurfarm halt ginge, könnte man jetzt natürlich festschrauben, aber dann ist keine Spannung drauf und so bringt es uns gar nichts. Wir müssen das Kabel jetzt hier einmal drunter bringen und hier lang führen, so dass das hier so ist. Also das Kabel läuft jetzt von hier nach da, von da nach da und von da nach da. Und hier wird es jetzt festgeschraubt und das ist, wie gesagt, gar nicht mal so leicht. Das legen wir uns jetzt schon mal auf der zweiten Seite auch so parat. Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Danke. So, ja, nach innen gewölbt. Und wir wollen es natürlich so, dass hier die Schraube reinkommt. Also mit dem nach innen gewölbten nach oben, wenn ihr es umgedreht habt, also eigentlich nach unten. Also so hier, ja. Hier habe ich einen Trick gefunden und ich hoffe, dafür werde ich jetzt nicht gelyncht. Schreibt gerne mal Feedback zu diesem Tipp, in Anführungszeichen, in die Kommentare. Ich empfehle das jetzt mal so gar nicht, was ich jetzt mache, weil ich nicht weiß, ob es gut ist. Ich weiß nur, es funktioniert. Und ja, da machen wir uns jetzt einfach mal das Ganze zunutze. Denn, ja, die Sehne kriegen wir dann, denn das Kabel kriegen wir da gar nicht mal so einfach rein. Dazu nehme ich jetzt hier einfach diesen Stift und ziehe mir das so ein bisschen dahin, so dass das einigermaßen passt. So kann man es ganz gut ausrichten, aber ich weiß halt nicht, ob das nicht vielleicht gar nicht mal so geil fürs Gewinde ist. Wenn da einer von euch Feinmechaniker ist oder sonst wie Ahnung von sowas hat und ich hier wirklich signifikant was falsch mache, schreibt das bitte ganz, ganz dringend in die Kommentare. Aber ich weiß mir an der Stelle ehrlich anders gar nicht zu helfen. Und so funktioniert es auf jeden Fall. Man zieht es einfach so gut ein bisschen rüber. Stretcht das Ganze quasi. Und muss dann nur noch die Schraube durch. Hier, hat geklappt. Wunderbar. Also zumindest hier auf der Seite. Die Schraube hier nur handfest, weil ihr müsst sie ja später wieder, früher oder später lösen. Nämlich dann, wenn ihr die Sehne bzw. die Kabel wechseln wollt. Deswegen hier nicht irgendwie Loctite drauf und dann mit dem Drehmoment Schlüssel festballern. Am besten mit dem Akkuschrauber, ne? Ja, ganz sicher. Ja, wunderbar. Echt. Also, ich bin echt froh, dass ich das Intro nochmal neu gedreht habe und ihr jetzt hier gerade Versuch Nummer 3 seht, weil Versuch Nummer 1, ja, da muss ich gar nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe. Das seht ihr da in dem Video ganz eindeutig. So, wir haben alle Kabel, alle Sehnen und auch die Dämpfer sehen gut aus. Die Kabel laufen über Rollen, die Sehne kommt an Dämpfer, top. Alle Schrauben handfest angezogen, natürlich nicht mit der Bohrmaschine und auch nicht mit dem Akkuschrauber und auch nicht auf eine Milliarden Megatonnen angedreht. Einfach handfest. Nun jetzt einmal einen Trockenspanntest. Schießen können wir hier nicht, denn das sind wesentlich mehr als 7,5 Joule und das macht hier in so einem kleinen Raum auch überhaupt keinen Sinn. So, ich setze das Ding einmal auf den Boden und versuche die Sehne einzurasten. Das funktioniert und wir sehen schon diesen geisteskranken Spitzen, Sehnenwinkel. Sieht das nicht geil aus? Alter Vater, ist das nicht krass? Ja, man kann sich nur ausdenken, wie heftig das geht. Das werdet ihr natürlich auch sehen, aber halt nicht jetzt. Ich mache jetzt einen Trockenschuss und schieße hier in die Spannung rein. Ja? Also ich ziehe mir das hinten rauf, entsichere, löse ab und führe jetzt die Sehne langsam nach vorne. So, hier, ne? Einfach nach vorne. Geben. Auch hier natürlich nicht flitschen lassen, wäre ein Leerschuss. Ja, was sagt man dazu? Ich finde das Ding richtig, richtig schick. Ja, relativ einfach zu bedienen, relativ schnell zu spannen. Natürlich nicht so schnell wie mit das Dinger, aber dafür kommen wir hier auf ganz, ganz andere Distanzen. Ja, und jetzt packen wir uns das Red Dot drauf. Und die Ausdauertests starten jetzt. Ihr schaut euch jetzt schon mal die Testszene 1 und 2 an und in der Zwischenzeit versuche ich mal wieder ein paar Termine auf ein paar Shooting Ranges zu vereinbaren und den Test für Sehne 3 und 4 vorzubereiten. Aber bis dahin schon einmal viel, viel Spaß mit Testszene 1 und 2 und bitte. Einen Schuss haben wir schon gemacht, da lief allerdings die Kamera nicht, deswegen fangen wir mit Schuss 2 an.
Der Nachlademechanismus bei der Tactical ist relativ einfach. Man klappt das Ding hoch und kann jetzt hier 5 Pfeile reintun. Ich habe jetzt hier nur 4, weil den einen haben wir ja schon gemacht, damit wir immer schön in 5er-Potenzen bleiben. Wenn wir fertig sind, kann man hier diesen Hebel ziehen, dann flitscht das Ding runter. Ich halte das dabei immer runter, damit mir das da nicht drauf knallt, sondern dass ich es langsam runterführen kann. Cut. Alter Malte, du laberst wieder wie ein Wasserfall. Das reicht für heute. Och komm schon, bitte ein Schuss, komm einer. Na gut, ein Schuss, aber dann war's das wirklich für heute. Rest kommt nächste Woche. So, und der Schuss Nummer 2. Und damit war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Aber hier noch 2 Szenen aus den Outtakes. Danke und bye bye. Ich habe was Neues dabei und zwar die Supersonic Rev. Ist das schön wieder da.